Hallo, eure Deria grüßt euch. Heute möchte ich euch aus der Sicht der Astrologie das Horoskop bzw. die Bestimmung der Sternzeichen im Tierkreis näher bringen. Wir wissen, dass sich im Horoskop 12 Sternzeichen begegnen. Diese haben in der westlichen Kultur ihren festen Platz. Aber wissen wir, weshalb der Tierkreis aus 12 Abschnitten besteht? Die Tierkreiszeichen sind Symbolbilder, die die 12 Abschnitte des Tierkreises bezeichnen. In der Antike wurden sie als diejenigen definiert, vor denen sich die Sonne nacheinander während eines Jahres zu je einem Zwölften der Jahreslänge befand. Der Tierkreis liegt im Ursprung des ersten Jahrhunderts vor Christi. Es waren die Babyloner, die sich mit den Sternen beschäftigten und sich Aufzeichnungen zu den Geschehnissen am Himmelszelt machten. Eben diese Babyloner unterteilten 12 Monate von einem Jahr und die von der Erde aus betrachtende scheinbare Laufbahn der Sonne von 360 Grad in 12 Bereiche. Das ergibt für jedes Sternzeichen eine Länge von 30 Grad. Und das ist die Grundlage für die uns heute bekannten 12 Tierkreiszeichen. Die Astrologie gibt jedem die Chance, sein Leben aus einer neuen Perspektive mit anderen Augen zu betrachten. Sie ist geheimnisvoll und überraschend. Man muss sich nur öffnen für diese wundersame Möglichkeit. Mit dem nächsten Video informiere ich euch, welche Sternzeichen es gibt und wie sie datumsmäßig eingeteilt sind. Insgesamt gibt es im astrologischen Tierkreis 12 verschiedene Sternzeichen und ebenso die Möglichkeit, sie einzuordnen. So wird jedem Tierkreiszeichen eines der 4 Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser zugeteilt und dazu einer der 10 Planeten. Also, schaut in YouTube rein und hört es euch an. Bis dahin, herzlichst eure Deria.